über die Entscheidung, Deutsch zu lernen. Ich habe vor etwa 2 Jahren beschlossen, Deutsch zu lernen. Damals habe ich mich auch entschlossen, nach Deutschland umzusehen. Zu dieser Zeit war ich zum Studium in China. Bevor ich nach China gekommen bin, wollte ich nach Europa fliegen und dort arbeiten. Auf meiner Wunschliste standen Italien, Niederlande und Deutschland. Italien hatte ich schon einmal besucht, nur um zu schauen, wie es wäre, wenn ich dort lebte. Ich habe in Korea BWL und Mode studiert und dann in einer koreanischen Modefirma gearbeitet. Ich habe die 3 Länder bzw. 3 Städte, Mailand, Amsterdam und München, nach den Kriterien Internationalität, Größe, Wirtschaft und Sprache sortiert. Ich kann schon Spanisch, also wird es mir etwas leichter fallen, wenn ich Italienisch lerne. Und damals dachte ich, Niederländisch und Deutsch wären ähnlich wie Englisch. Das war falsch. Währenddessen habe ich einen sehr netten deutschen jungen Mann kennengelernt. Wir kamen zusammen und haben uns entschieden, unser gemeinsames Leben zuerst in Deutschland zu starten. Während des ersten Jahres in China habe ich nicht so viel Chinesisch gelernt. Ich habe sehr bedauert, dass ich weder vorher noch während meiner Zeit in China Vollgas gegeben habe. Deswegen habe ich sofort angefangen, Deutsch zu lernen. Es war nicht leicht, gleichzeitig meine Masterarbeit zu schreiben, nach Korea zurückzukehren, immer noch Chinesisch zu lernen und gleichzeitig auch eine Menge Dokumente vorzubereiten. Also habe ich erst vor 1 Jahr angefangen, richtig Deutsch zu lernen. Glücklicherweise habe ich schon nach einem 4-monatigen Kurs einen Job gefunden. Doch ich will mein Deutsch weiter verbessern, sowohl mündlich als auch schriftlich, damit ich bei der Arbeit meine Fähigkeiten 100% zeigen kann und das Leben in Deutschland richtig genießen kann.